Hallo miteinander und herzlich willkommen zu der dritten Q&A-Session vom Ideenkanal 2021. Heute zum Thema soziokulturelle Projekte mit Liechtenstein-Bezug, mit der Geschäftsführerin von der Kulturstiftung Liechtenstein, mit der Elisabeth Stöckler. Bevor ich jetzt tiefer ins Thema eintauche, möchte ich ganz kurz euch erklären, wenn ihr noch nicht kennt, den Ideenkanal, was der Ideenkanal genau ist. Der Ideenkanal ist 2010 gegründet worden im Liechtenstein mit dem Ziel, dass möglichst viele Ideen, sinnstiftende Ideen gefördert werden. Wie machen wir das? Vielleicht gerade ein Beispiel euch in vielleicht eine Idee oder sind schon lange etwas in meinem Hirn oder haben gerade frisch gestartet und guten Startschuss oder wenn euch ein gutes Fundament aufbauen, so mit dieser Projektidee loszulegen. Mit dem Ideenkanal habt ihr dort eine Chance, um bis zum 5. September eure Idee ganz einfach einzureichen. Ihr stellt euer Profil über das Bewerbungsformular, gebt eure Personalien an, erklärt eure Idee in 300 Zeichen maximal und können am Schluss entweder gleich oder gegen den Schluss ein 1-minütiges Pitch-Video dazufügen. Ihr könnt euer Profil fortlaufend bearbeiten. Und die Idee wird dann, wenn sie mit uns übereinstimmt, mit unseren Teilnahmebedingungen veröffentlicht und so zugänglich für die Bevölkerung. Mit Hilfe von dem könnt ihr Teammitglieder finden oder wichtiges Feedback sammeln, um eure Idee weiterentwickeln und dann bereit machen für das Komplizencamp. Im Komplizencamp erwarten euch, wie es der Name schon sieht, Komplizen, Komplizinnen und Komplizen. Das sind bei uns Fachexperten aus den verschiedensten Bereichen, die sich ehrenamtlich einsetzen, bereit dazu erklären, um euch mit eurem Vorhaben zu unterstützen. Das können rechtliche Unterstützung sein, das können vielleicht, wenn es ein Finanzplan braucht, wenn es einen Kommunikationsexperte braucht oder vielleicht etwas so aus dem IT-Bereich. Da haben wir wirklich einen bunten Strauß an Experten, die euch dann unterstützen, wenn sie sich begeistern lassen für eure Idee, zum Weiterentwickeln und zum Fliegen bringen. Und das Ganze wird unterstützt, themaspezifisch, mit sogenannten Themenpaten. Und da Themenpaten davon ist Kulturstiftung Liechtenstein, wo sich am Thema soziokulturelle Projekte annimmt. Wie ihr seht, gleich mehr dazu. Wir haben aber auch zum Beispiel gute Ernährung und Food Waste im Rheintal, wo von der Stiftung Lebenswertes Liechtenstein und der Toni-Hilti-Stiftung gedreht wird. Wir haben das Land Vorarlberg, wo auf der Suche ist nach der dritten Orte im Vorarlberg. Oder aber auch wir als Ideenkanal-Stiftung selber, wo es im Thema Genderharmonisierung und Genderharmonisierung annähern. Und aber auch, wenn jetzt jemand eine Idee hat, die nicht in die Themengebiet passt, eine sogenannte Carte Blanche, wo dann wirklich die Ideen, die jetzt unter dem Radar fliegen in dem Bereich, auch die Möglichkeit haben, zum Einreichen und umgesetzt werden. So, jetzt so viel von mir und zum Ideenkanal. Ich freue mich jetzt, dass wir ein bisschen eintauchen können im Begriff Soziokultur, dass wir ein bisschen mehr für unsere Themenpart in Kulturstiftung erfahren dürfen. Und begrüße Elisabeth Toi, schön bist du da heute. Freut mich. Wir haben ja da ein paar Teilnehmer und wo sich auch interessieren, wer du bist und wer die Kulturstiftung ist. Vielleicht erklärst du mal zuerst, was ist eure Aufgabe als Kulturstiftung und wer bist du? Gerne. Kulturstiftung gibt es seit 2008. Die ist gegründet worden als öffentlich-rechtliche Stiftung und die staatliche Kulturförderung ist sozusagen an diese öffentlich-rechtliche Stiftung übertragen worden. Das war eigentlich ein ganz, ganz mutiger Akt in Liechtenstein. Also für mich ist das demokratiegeschichtlich und demokratiepolitisch eigentlich immer noch Sensation. Das haben wir in der Form in keinem von den umliegenden Ländern oder von den deutschsprachigen Ländern, dass der Staat hergeht und in eine öffentliche rechtliche Stiftung mit einem Stiftungsrat, mit der Eigenständigkeit auch von der Stiftung dann und Kulturförderung, die staatliche, dort hier überträgt. Das bedeutet, dass ein Stiftungsrat von der Stiftung wirklich, der setzt sich zusammen aus Fachleuten, also die wechseln ja auch, die haben einfach 4 Jahre Mandat und können es 2-mal machen, so ein Mandat. Und die müssen sich zusammensetzen, einfach aus Leuten aus der Kultursparten,
beziehungsweise müssen auch juristische Kenntnisse da sein und volkswirtschaftliche Kenntnisse, beziehungsweise halt finanztechnische. Und dieser Stiftungsrat entscheidet dann nach bestem Wissen und Gewissen in immer natürlich ganz, ganz ausgefeilten Reglementarium über Förderung. Das heißt, Politik hat das an Fachleute eigentlich übergeben. Und also, wie ich schon gesagt habe, Kulturstiftung Liechtenstein ist sozusagen die staatliche Kulturförderung und ist für die Förderung von Kunst und Kultur in allen Sparten zuständig. Und ich habe mir das Kulturförderungsgesetz auch hergenommen, weil ich das eigentlich ganz eine bemerkenswerte Definition finde, was als kulturelle Tätigkeit im Kulturförderungsgesetz definiert worden ist. Und das will ich einfach kurz zitieren. Kulturelle Tätigkeit ist die Summe der geistigen und schöpferischen Leistungen des Menschen in ihren produzierenden und reproduzierenden Formen, die über das Notwendige und Nützliche hinausgehen. Also das ist das Kulturschaffen. Dann ist die Pflege der hierdurch geschaffenen Werte, das ist die Kulturpflege, sowie die Weckung, Wahrung und Vertiefung des Verständnisses hierfür, also die Kulturvermittlung. Das ist ein sehr breiter Kulturbegriff. Und über den werden wir ja jetzt noch weiter reden, wenn man zu soziokulturellen Projekten kommt. Genau. Und dann vielleicht zu mir als Person noch kurz. Ich habe das Glück gehabt, die erste Geschäftsleiterin der Kulturstiftung Liechtenstein werden zu können, 2009. 2008 hat man Kulturstiftung gegründet, 2009 bin ich dazugekommen. Und das heißt, 2009 bin ich in dieser Funktion. Das heißt, ich kenne Kulturstiftung wirklich sehr gut. Ich habe wahrscheinlich alle Tätigkeiten, die es bei uns gibt, schon mal gemacht. Und habe damit auch das Glück gehabt, einfach wirklich sehr, für meine Begriffe, sehr tief in die Kulturlandschaft von Liechtenstein inne wachsen zu dürfen. Was mir wirklich eine große Freude ist, nach wie vor. Super, also sehr einen großen Erfahrungsschatz, so von Ihrer Seite nur so. Bevor wir jetzt auf Soziokultur sprechen, kann Elisabeth, nennt mich trotzdem ein Wunder. Warum ist denn Kulturstiftung Liechtenstein jetzt Themenpartner beim Ideenkanal 2021? Also für uns ist es wirklich so, dass wir schon lange am Ideenkanal zuschauen. Das, was wir machen, hat unseren ganz großen Respekt. Und wir haben einfach aufgrund von Kulturförderungsgesetz und halt diversen Förderungsreglementen und so weiter, haben wir einen sehr klaren Rahmen, wie wir fördern können. Und das Gesetz schreibt auch vor, dass für die Förderung entsprechend gut dokumentierte Anträge bei uns eingereicht werden müssen. Und das, was der Ideenkanal auszeichnet, ist aber auch, dass Projekt im früheren Stadium an Unterstützung kriegen. Was bei uns in der Kulturstiftung normalerweise nicht möglich ist. Aber jetzt mit dieser Kooperation mit euch, mit der Themenpartnerschaft, ist es einfach möglich, dass wir dort das Feld nochmal mit euch aufdünnt und damit einfach im früheren Stadium auch gute Ideen, innovative Ideen fördern dürfen. Und das ist unsere Motivation. Super, also ich bin mir sicher, dass dort auch, wenn es früher im Stadion sind, die Idee, wenn sie dann auch weiter herantreten, dass sie dort dann noch einen super Antrag einreichen, wo nichts hinter nachsteht zu der, ja, sagen wir mal so, zu dem bewährten Projekt. Mhm. Elisabeth, jetzt kommen wir mal zum Thema Soziokultur. Ich weiß nicht, ich glaube, da kann sich nicht jeder wirklich etwas darunter vorstellen, aber worum geht es bei Soziokultur, beziehungsweise was sind soziokulturelle Projekte für euch? Ja, also ich merke, oder ich habe auch gemerkt, ich habe ja auch einen Text schreiben dürfen für eure Webseite und habe dann glücklicherweise auch deine Unterstützung gehabt, Stefan, weil ich habe an dem sehr gefeilt. Also soziokulturelle Projekt kurz beschrieben ist gerne zu einfach, weil das kann so viel sein. Ja, ich glaube, das, was wir können auch nachher noch Beispiele anschauen, wird es einfacher. Mhm. Grundsätzlich, soziokulturelle Projekte sind einfach Projekte, die irgendwie vielleicht von einer kulturellen Seite oder von einer künstlerischen Seite her, von so einem Aspekt her, mit der Gesellschaft irgendwie interagieren oder einfach in gesellschaftliche Felder eintreten, mit der Gesellschaft schaffen. Das können sehr einfache Sachen sein und das können sehr komplexe Dinge sein. Das, was Soziokultur, glaube ich, wirklich ausmacht, ist, dass es um aktive Kultur geht. Das heißt, es geht eigentlich, glaube ich, immer um Beteiligung von Menschen. Und das
ist das Spezielle oder auch das Offene daran, dass das Menschen, sie können, die nicht sonst kulturell tätig sind oder die nicht künstlerisch tätig sind, sondern alle Menschen können sich an soziokulturellen Projekten beteiligen. Also das ist so etwas ganz Wichtiges. Es ist unabhängig vom Alter, unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig von der religiösen Zugehörigkeit, was auch immer, unabhängig vom Geschlecht. Also da ist ganz, ganz viel möglich an Beteiligung. An Beteiligung von einer Idee, wozu ein Projekt werden soll. Ist das schon irgendwie nachvollziehbar so? Ich glaube schon. Ich stelle jetzt noch eine Frage, bevor wir dann vielleicht auch noch auf konkrete Beispiele eingehen können. Ist es auch Corona? Oder warum ist es wichtig jetzt gerade so das Thema aus Ihrer Sicht? Warum ist es wichtig, eine Soziokultur zu fördern? Also ich glaube, dass sich der Kunstbegriff, oder? Ich gehe ja von der Kultur aus, ich gehe von der Kunst aus. Ich glaube, dass sich der Kunstbegriff in den letzten rund 100 Jahren sehr, sehr verändert hat. Und ja viel stärker auch in diese Richtung von gesellschaftlicher Intervention, soziale Intervention sich entwickelt hat. Das heißt, wir haben vor über 100 Jahren sicher einen stark werkbezogenen Kunstbegriff gehabt. Und wir haben heute unter der Vorstellung von Kunst oder bei der Vorstellung von Kunst, kann das sehr viel sein. Das können Aktionen sein. Wir haben ja auch Kunstrichtungen, jetzt einfach schon historisch, die genau das aufgenommen haben. Es können Aktionen sein, es können einfach soziale Interventionen sein. Es kann aber auch in die Gesellschaft einwirken sein. Also Kunst hat sich verändert oder der Begriff von Kunst hat sich sehr verändert. Und wenn du mich fragst, warum jetzt gerade in der Zeit oder warum vielleicht auch im Zusammenhang mit Corona, dann glaube ich, mag ich dazu eigentlich sagen, ich glaube, es ist immer wichtig. Egal, ob Corona ist oder nicht. Ich glaube, dass es das immer braucht, dass innovative Leute, die anders denken, Leute, die die Sache hinterfragen, Leute, die ja Anliegen haben, die für gesellschaftliche Veränderungen eintreten, dass die sich einbringen und dass sie sich einbringen können, dass sie dafür Formen finden oder Gefäß finden. Ja? Und ich glaube, das soziokulturelle Projekt genau so, was sie können. Und ich glaube, dass wir einfach ich habe manchmal das Gefühl, mir wird manchmal ein bisschen schwindelig, in was für einer Zeit wir leben, weil ich das Gefühl habe, wir haben so viel Veränderung und Wandel so verdichtet. Ja? In einem ganz kurzen Zeitraum passiert so unendlich viel. Ja? Also für mich ist die Digitalisierung ein irrsinniger Wandel, in dem wir uns gerade befinden. Das, was wir jetzt da tun, ist ein Teil davon. Dass wir als Mitteleuropa oder als Europa jetzt die erste Pandemie erlebt haben oder immer noch erleben und lernen müssen, mit solchen Dingen umzugehen. Und zwar, wir haben im Jahr wahnsinnig viel lernen müssen. Also ich finde es so amüsant, wenn ich mich daran erinnere, was für Dramen das für Leute waren, wenn sie Maske tragen müssen oder was auch immer. Und inzwischen ist es so selbstverständlich. Mir passiert es, dass ich mich an den Schreibtisch setze und nach einer Viertelstunde erst merke, dass ich Maske anhabe. Ja, so. Also einfach, es gibt so viel dann im Alltag, in den Handlungen des Alltags, die sich verändern haben müssen. Und ich glaube aber, dass wir auch in einer extrem herausfordernden Zeit leben, wo die sozialen Unterschiede so unglaublich dramatisch werden, ja, dass ich auch glaube, dass wir auch in eine gefährliche Zeit gehen könnten. Ja. Also da kann ein sozialer Wandel notwendig werden, der also wirklich existenziell ist für ganz viele Menschen. Und ja, und da glaube ich einfach, dass es Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen oder auch an der Demokratieentwicklung braucht von Menschen. Und die soziokulturellen Projekte laden dazu ein. Und das ist mir eigentlich auch wirklich ein großes Anliegen. Das ist gerade schon mal die Einladung, in dem Fall eine potenzielle Projektinitiatorin. Schön, vielleicht kommen wir jetzt wirklich dann auf die konkreten Projekte. Gibt es denn schon, ich sage jetzt mal im Rital, im Liechtenstein, Projekte, wo sich dem Thema annehmen, dass sich die Leute, die das Video jetzt noch sehen, vielleicht etwas anderes vorstellen können darunter? Oder etwas vorstellen können. Wir haben den Liechtenstein-Projekt, die sich ganz, ganz gut als Beispiel dafür eignen. Das ist zum Beispiel
die Projekte vom Verein 11. Der Verein 11 beschäftigt sich mit der Raumordnung in den 11 Dörfern von Liechtenstein und zieht damit Jahr für Jahr in ein neues Dorf und schafft dann mit den Leuten in ganz unterschiedlichen Formaten und Formen über Raumordnung. Also das ist für mich ein Beispiel, wo man ganz gut benennen kann. Ein anderes Beispiel sind für mich Projekte vom Verein Schichtwechsel, auch in den letzten Jahren. Also wenn ich daran denke, das Projekt Who Cares, wo diese Care-Arbeiterinnen in den Mittelpunkt gesetzt worden sind und wo von verschiedenen Seiten eine Annäherung stattgefunden hat an dieses Thema. Und wo ganz unterschiedliche Menschen auch auf der Bühne geholt worden sind oder beteiligt worden sind an diesen Überlegungen oder auch an diesen öffentlichen Formen dann, die man dafür gefunden hat, ist das für mich auch ein Beispiel. Ich habe Beispiele auch in meiner Erinnerung mitgebracht, die schon älter sind, von denen ich kurz erzähle, weil ich einfach glaube, dass sie sehr anregend sein könnten. Vielleicht zählt dem einen oder anderen etwas die Künstlerinnengruppe Wochenklausur. Die hat 1993 in Wien begonnen, Projekte im öffentlichen Raum zu machen mit unterschiedlicher Zusammensetzung. Also sie haben sich als Künstler und Künstlerinnen gesehen und sie haben soziale Interventionen gemacht. Also ich erzähle jetzt einfach zwei Beispiele. Das eine war, Wochenklausur haben sie dann übrigens drum geheißen, weil sie sich einfach immer einen bestimmten Zeitrahmen gegeben haben, in dem sie geschafft haben. Also der war definiert. Das hat eine Woche sein können, das haben aber auch drei Wochen sein können. Je nachdem einfach, was ein Projekt gebraucht hat. Ein Projekt zum Beispiel war einmal, dass sie mit wohnungslosen Menschen in der Großstadt Wien auf den Weg gegangen sind, dass sie die Menschen kennengelernt haben, dass sie ein Stück weit mitgelebt haben und einfach geschaut haben, was brauchen die Leute, wie leben die, ja? Was haben die für Bedingungen und was brauchen sie. Und aus dem entstanden ist dann eine medizinische Grundversorgung für wohnungslose Menschen. Das heißt, man hat dann einen Bus angeschafft und einen Bus ausgestattet, der durch Wien gefahren ist, der einfach zu bestimmten Zeiten in bestimmten Stadtteilen war oder bis heute ist und mobil eine medizinische Grundversorgung mitgebracht hat. Weil klar war, als wohnungsloser Mensch geht man nicht ins Spital. Meistens hat man keine Versicherung und so weiter. Ja. Also auf die Bedürfnisse hingegangen. Ein anderes Projekt, ganz am anderen Ende vom Spektrum, wo ich super finde, hat zum Beispiel sich eine Woche lang im Ministerium, wo sich Künstlerinnen und Künstler, beziehungsweise sind so einfach Leute gewesen, halt künstlerisch tätige Menschen, die haben in dem Ministerium in einer Abteilung mitgeschafft. Und ihr Ziel war, zum Herausfinden, was gibt es für Einsparungspotenziale. Wo kann man eigentlich viel geschickter Arbeitsabläufe machen oder was ist möglich, um Geld zu sparen? Ja, wo ist das möglich? Und da sind ganz, ganz tolle Sachen daraus entstanden in einer Woche. Und die unglaublich tief eigentlich analysiert, was kann man besser machen, was kann man anders machen? Weil sie einen Blick von außen mitgebracht haben. Ein anderer Blick, als wie der, wenn man drin ist, mitten im Getriebe. Das war zum Beispiel auch so eins von diesen Projekten. Das heißt, das, worum es mir jetzt geht, ist, wir haben jetzt eigentlich immer von Projekten erzählt, die eher eine Gruppe von Leuten gemacht hat. Aber solche Dinge können nur einzelne Leute machen. Also, Ursula, ich tät jetzt ganz gern die Frage, und du kannst aber gerne nur sagen, du magst jetzt darüber nichts erzählen, weil ich wirklich das Gefühl habe, du hast eigentlich in der letzten Zeit einige ganz tolle soziokulturelle Projekte auf den Weg gebracht. Und das Urne, an was ich jetzt denke, wird in Berlin stattfinden. Ich weiß ja nicht, ob es schon möglich ist, dass du etwas dazu siehst, weil es auch so ein ganz gutes Beispiel wäre. Aber vielleicht ist es auch nicht der richtige Zeitpunkt. Also ist einfach die Frage an dich. Magst du was dazu sagen? Ja, es ist ein bisschen schwierig, jetzt schon etwas dazu zu sagen, weil es ist ja doch ein rechter Prozess gewesen. Es geht um Obdachlose in Berlin, wo ich gesagt habe. Es geht um Kronkorken. Es geht um Sichtbarkeit von diesen Leuten. Und ich habe auch müssen gewisse Sachen wirklich anpassen, die ich mit den Leuten kriege, weil man, wenn man vom Land kommt, hat man mit Obdachlosen sehr wenig zu tun und hat vielleicht mit einem ganz anderen Blick drauf. Und es sind sehr gute Leute jetzt draußen gewesen von der Stadtkommission, die jetzt mit mir zusammen arbeiten.
Und ich denke, es wird jetzt, also ich gehe in 2 Wochen gehe ich raus und es gibt eine Sitzung und es gibt so ein Event, wo man das alles einmal probiert und dann sollte es ein Jahr später dann wirklich ganz gross aufgeleistet sein. Aber es ist, sind natürlich andere Leute involviert und es ist immer eine Herausforderung, weil man muss sich auch ein bisschen finden. Ich denke, man kann nicht einfach sagen, ich will es so machen und so ist es, weil ich finde, man hat Verantwortung den Leuten gegenüber. Und es ist mir sehr wichtig gewesen und darum ist für mich ganz klar gewesen, dass gewisse Anpassungen gemacht werden müssen. Und eben Corona-Zeit hat natürlich alles ein bisschen wie verschoben und hat sich rausgeschoben. Aber ich denke, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Und, aber für mich ist es, glaube ich, als Künstlerin schon immer ein Anliegen gewesen, auf die Verantwortung übernehmen. Ich denke, es ist halt um im früheren Beruf als Kindergärtnerin oder wie man eigene Kinder hat oder so, wie man im Leben drin steht, dass man dort wie nicht wegschauen kann. Dass es eben nicht nur immer um selber geht, sondern dass man die Möglichkeit hat, eben wie dazu beitragen, dass man wie etwas kann eben sichtbar machen. Elisabeth, wo du geredet hast von der Care-Migrantinnen, es war ja sehr ähnlich gewesen. Was dort sehr speziell war beim Schichtwechsel, dass Care-Migrantinnen haben eigentlich nicht wollen, dass man sie sieht. Aus ganz verschiedenen Gründen. Weil sie haben die Arbeit behalten. Und dann haben wir Überlegungen gemacht und gesagt, okay, wenn man die ganze Altersversorgung sichtbar macht, dann können auch die Care-Migrantinnen werden eben sichtbar. Also wenn man wie es rundum mich sichtbar macht, dann kann auch eben die Missstände können eben aufhören. Und darum ist, finde ich, ja, es sind sehr spannende Projekte. Und ja, ich hoffe jetzt dort in Berlin, dass das ganz gut kommt und dass ich auch noch mehr berichten kann. Danke, Ursula. Bitteschön. Ja, ich glaube, das sind super Impulse. Oh, will ich da noch mal kurz, Elisabeth, was du vorher gesagt hast mit der Wochenklausur. Ich bin 2011 auch beim Morgenland-Festival gesehen, wo in Scharnstadt. Ah, ja, genau, stimmt. Ja. Happening sozusagen, auch das hätte ich als soziokulturelles absolut anerkennen und vielleicht dort auch der Bogen spannen, dass es ja durchaus auch ein Festival sein könnte, wenn es zuvor von Einzelpersonen auch geredet hast. Also es muss keine große Idee sein, es kann eine kleine Idee sein von einer Person oder von mehreren Personen. Und ja, ich bin gespannt, was da, es ist jetzt wirklich inspirierende Worte gesehen auch. Ich denke, das wird der ein oder andere hoffentlich ermutigen, um sich einbringen. Wenn jetzt du von dir aus, Elisabeth, nichts mehr zu sagen hast, an die Leute, die das Video dann anschauen, dann würde ich jetzt den Bogen spannen und die Abmoderation machen. Oder wenn du nicht etwas loswerden willst, dann würde ich dir noch mal das Wort geben. Vielen Dank, für mich ist es gut. Danke vielmals. Ich bin Rosrät auch so dankbar, dass es so konkret auch eingebracht hat. Ja, dann richte ich mein Wort nochmal an die, die das Video schauen. Wenn ihr euch das Thema Soziokultur interessieren, wenn was brennt bei euch, wenn ihr wirklich eure Idee umsetzen wollt, dann nutzt die Chance, mit dem Kanal dabei zu sein. Bis zum 5. September könnt ihr eure Idee einreichen. Die nächste Q&A-Session für zum Thema Genderharmonisierung sein, wo das Thema Patent in den Kanal Stiftung ist. Dort findet ihr auch genaue Informationen und Anmeldemöglichkeiten auf denkanal.com Webseite. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich freue mich, mit den Teilnehmern jetzt noch in die Diskussionsrunde gehen zu dürfen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Ciao miteinander.